Und damit willkommen zu meinem Wii Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ich habe mit Absicht sämtliche Kampagnenfortschritte und so gelöscht. Also alles, was ich jetzt hier erreiche, ist das, was ich in diesem Wii Let's Play erreichen werde. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mit der GDI-Kampagne. Dann habe ich jetzt alles richtig eingestellt, umgestellt, dass das Spiel richtig aufgenommen wird. Und wir starten die GDI-Kampagne. Autosave überschreiben. Warnung, wenn du eine neue Kampagne startest, wird der automatisch gespeicherte Spielstand der vorigen Kampagne überschrieben. Trotzdem fortfahren. Ja, möchte ich. Philadelphia-Uplink erfolgreich. Willkommen zurück, Commander. Die Gefahrenstufe heute ist niedrig. Der Zustand des Planeten verschlechtert sich. Die Tiberium-Kontamination hat kritischen Wert erreicht. In den roten Zonen ist wegen der Kontamination kein menschliches Leben möglich. Die gelben Zonen sind ebenfalls stark kontaminiert, beherbergen aber den Großteil der Bevölkerung. Nach jahrzehntelangen Kriegen und Unruhen sind diese Regionen im heillosen Chaos versunken. Die Bruderschaft von Nott operiert in diesen Regionen außerordentlich erfolgreich. Sie nutzt das Chaos, um neue Rekruten anzuwerben und tarnt so ihre militärische Infrastruktur. Notts Anführer ist ein charismatischer Mann, sein Name ist Kane. Kane hat das Tiberium für den Katalysator der nächsten Stufe der Evolution und ist fest entschlossen, es weiter zu verbreiten. In den letzten Jahren war die Bruderschaft allerdings verdächtig zurückhaltend und hat nur wenige Terroranschläge verübt. Der Rest der Erdoberfläche ist von der Tiberium-Kontamination nicht betroffen. Diese blauen Zonen gelten als letzte Zuflucht und Hoffnung der zivilisierten Welt und stehen unter dem Schutz der Global Defense Initiative. Sie haben nun das Kommando über die an der Ostküste der Vereinigten Staaten stationierten GDI-Truppen übernommen. Viel Glück, Commander. Der Prolog. GDI-Oberkommando, Washington DC, Blaue Zone B2. Commander, General Jack Ranger, schön, dass Sie an Bord sind. Es sind interessante Zeiten angebrochen. Wie Sie vielleicht wissen, wurde das Gefahrenpotenzial von Nord auf niedrig zurückgestuft. Und seit Kanes Tod wird die Bruderschaft durch interne Machtkämpfe gelähmt. Es wurden 25% weniger Mitglieder rekrutiert und 4 Stützpunkte aufgelöst. Die Experten rechnen mit einer längeren Friedensphase, aber ich sage, es ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Seit 28 Jahren kämpfe ich gegen Nord und kann eines mit absoluter Sicherheit sagen. Solange es auf der Erde Tiberium gibt, ist Nord eine ernste Gefahr. Wenn unser Geheimdienst anderer Ansicht ist, dann nur, weil Nord uns in Sicherheit wiegen will. Deshalb schicke ich Sie nach North Carolina. Die Sicherheitskräfte dort sollten nämlich gestern einen LKW kontrollieren, der eindeutig ein Nord-Fahrzeug war. Bevor er kontrolliert werden konnte, sprengte sich der Fahrer samt LKW in die Luft. Schnappen Sie sich ein paar Truppen und sehen Sie dort nach dem Rechten. Ich hoffe, dass ich mich irre und es ein falscher Alarm ist. Aber falls nicht, wäre es für Sie gefährlich. Das ist Lieutenant Sandra Telfair von Inops. Sie sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Lieutenant? Vielen Dank. Guten Tag, Commander. Ich helfe Ihnen gern. Wir wissen bis jetzt Folgendes. Nach der Sache mit dem LKW haben wir die Gegend mit Sky Sentry durchleuchtet. Und bingo, wir stießen auf ein unterirdisches Energienetz. Mitten im Nirgendwo. Offensichtlich hat Nord etwas vor. Ihr Vorteil ist, dass wir dort eine alte Basis haben. Die müssen Sie aktivieren und die Gegend auskundschaften. Mein Vorschlag ist, greifen Sie den Feind nur im Notfall an. Keine Ahnung, was diese Spinner dort verstecken. Viel Glück, Commander. Ich bin immer erreichbar. Badlands von North Carolina. Tut mir leid. Unsere Satellitendaten lassen auf verdächtige Aktivitäten in den Badlands von North Carolina schließen. Die Zonensicherung befürchtet, dass sich die Bruderschaft von Nord in der Region einnistet. Gehen Sie der Sache nach und erstatten Sie baldmöglichst Bericht. Ganz in der Nähe steht eine verlassene Ausbildungsbasis der GDI. Benutzen Sie sie als Ausgangsbasis. Na dann. Commander, hier ist das GDI-Oberkommando. Ich bringe Sie über einige der Bodenoperationen auf den neuesten Stand.
Erstmal das Tutorial, das ist klar. Initialisiere Video-Uplink. Commander, finden Sie schnell den alten GDI-Vorposten und räumen Sie Gerüchte aus dem Weg, dass Nord-Truppen in der Nähe sind. Und sind die welche? Nachricht. Dieser Vorposten wurde vor Jahren verlassen, als er seine strategische Bedeutung verlor. Sobald Sie ihn erreichen, wird er automatisch reaktiviert. Okay. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Erwarte Ihre Befehle, Commander. Na dann. Initialisiere Video-Uplink. Sieht aus, als wäre Nord wirklich hier. Löschen Sie die Nord-Truppen aus, die unseren Vorposten besetzen. Anschließend nehmen wir den Vorposten von hier aus wieder in Betrieb und gewähren Ihnen Zugang. Ja, dafür, dass es hell sind, haben die ganz schön viel verloren durch Raketen. Holy shit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja, auch schon wieder sehr, sehr viel Daten und so alles. Tiberium ist der einzige Rohstoff, den Sie brauchen. Haben Sie eine Raffinerie gebaut, nimmt Ihr Sammler automatisch die Arbeit auf. Ist irgendwie kontrovers, ne? Wenn er voll ist oder das Feld abgeerntet, kehrt der Sammler zur Raffinerie zurück, um das Tiberium abzuladen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Solche kleinen Details, das ist, ich finde das Spiel ist so hübsch. Das ist Ihr mobiles Baufahrzeug. Sobald Sie es stationiert haben, kann es mit dem Bau verschiedener Gebäude beginnen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ich sollte die vielleicht gleich vorlesen, oder? Mobiles Baufahrzeug oder MBFs ermöglichen allen wichtigen Einsatzgebieten die Errichtung vorgeschobener Basen. MBFs können auch in schwierigen Gelände operieren, verfügen aber über keinerlei Waffensysteme. Erreicht ein MBF seine Zielposition, errichtet es umgehend einen Bauhof. Dieser ermöglicht den Bau von Produktionsgebäuden, Raffinerien und anderen benötigten Gebäuden. Obwohl der Bauhof jederzeit demontiert und in ein MBF verladen werden kann, sollten Sie dies nur tun, wenn die Basis nicht mehr benötigt wird. Die der Einheiten Luftwaffe. Genau. Im Jahr, genau, Auszug Artikel 2043, als wir die Basis bekommen haben. Im Jahr 2043 hatte die GDI mehr als 60% ihrer weltweiten Militärbasen, einschließlich der Stützpunkte in North Carolina, Brasilien und Osteuropa, aufgeben. Die jüngsten Stilllegungen werden mit der Passivität von Nord begründet, da die Bruderschaft seit Kanes Tod zerfallen scheint. Tiberium, Fluch oder Segen? Ja, okay, das ist ein sehr langer Text, den möchte ich jetzt ungern vorlesen. Falls es jemand machen möchte im Let's Play, kann er gerne hier pausieren und sich das jeweils durchlesen. Es ist doch ganz schön viel. Weil es ist wirklich so, wirklich kontrovers. GDI will Tiberium vernichten, braucht aber Tiberium, um dem Credit zu bekommen, um halt das alles ein Gebäude zu bauen. Hä? Das ist schon echt seltsam. Bodenunterstützung. Initialisiere Video-Uplink. Commander, Sie brauchen mehr Truppen, um Nord aufzuhalten. Wählen Sie zunächst Ihren Bauhof oder das Gebäudemenü der Befehlsleiste und klicken Sie auf den Button Kaserne. Ich bin so froh, wenn das Tutorial an sich Empfange fertig ist. Nachricht. Bevor Sie weitere Nord-Truppen angreifen, brauchen Sie zusätzliche Infanteristen. Bauen Sie zunächst eine Kaserne, um dann in dieser Kaserne 3 Infanterietrupps auszubilden. Bau alle abgeschlossen. Klar. Neue Bauoptionen. Ausbildung. Haltet die Waffen bereit. Aktualisiert. Die Kaserne. GDI-Basen bestehen aus transportablen Gebäuden in Modularbauweise. Dies ermöglicht in lebensfeindlichen und abgelegenen Regionen die schnelle Errichtung bis zur Demontage der Basisgebäude. Die robuste Panzerung der Gebäude schützt das auf der GDI-Basen stationierte Personal vor. Entschuldigung. Genau, vor Gesundheit. Vor Nisa schützt es das. Und natürlich vor Ionenstürmen und hohen Tiberiumbelastungen. Moderne Waffensysteme stehen allerdings erst nach der Errichtung eines Arsenals zur Verfügung. Infanterietrupp bereit. Bodenunterstützung. Sie können bis zu 20 Einheiten in die Bauliste einer Kaserne oder anderer Produktionsgebäude aufnehmen. Das wurde erhöht. Haben mit der Zeit. Mehrere Gebäude eines Typs erhöht sich die Zahl ihrer Baulisten. Man kann bis zu 99. Geheimdienstdaten aktualisiert. GDI-Infanterietrupps. Die mit GD2-Gewehren bewaffneten Infanterietrupps bilden das Rückgrat der GDI-Verbände. Sie sind in allen Kampfzonen anzutreffen und werden gezielt auf Einsätze gegen feindliche Infanterieverbände vorbereitet. Vor allem in befestigten Gebäuden, verschanzte oder eingegrabene Infanterietrupps sind außerordentlich effektiv. Von Angriffen auf schwere gepanzerte Einheiten mit Flammenwaffen ist ohne das Unterstützungsfeuer schwere Geschütze dringend abzuraten. Einsatzziel erreicht.
15 Jahre sieht man diesen Spiel sowas von gar nicht an. Feindliche Einheit. Für King! Ach nö, nö, nö. Diese Basis wird angegriffen. Nein. Commander, Ihre Energiereserven sind niedrig. Bauen Sie ein Kraftwerk, um die Energieversorgung sicherzustellen. Was musste denn da stehen? Bauen Sie ein Kraftwerk, um die Energieversorgung sicherzustellen. Hat Ihre Basis zu wenig Energie, verlangsamt das Ihr Produktionstempo. Ja, ja, ja. Gebäude offline. Bis zur Fertigstellung können Sie einige Gebäude vom Netz nehmen, um Energie zu sparen. So sichern Sie den Betrieb der übrigen Gebäude. 20 Sekunden wird es uns schon. Klicken Sie zunächst auf den Blitzbutton am oberen Rand der Befehlsleiste und dann auf das Gebäude. Sie können nur Gebäude, die Strom verbrauchen, abschalten. Möglicherweise müssen Sie mehrere Gebäude abschalten. Sehr gut. Der grüne Energiebalken am linken Rand der Übersichtskarte zeigt an, dass Ihre Basis wieder genug Energie hat. Empfange Nachricht. Reparieren Sie den Gefechtsstand, um diese GDI-Basis vollständig zu reaktivieren. Also, ah. Wird repariert. Einsatzziel erreicht. Schlachtfeld erweitert. Oh, eine Ionenkanone. Commander, Nord scheint uns bemerkt zu haben. Sie wollen unsere Basis zerstören. Bauen Sie schnell einen Wachturm und platzieren Sie ihn über das Sekundärgebäudemenü. Wird gebaut. Neues Bonusziel. Wachtürme eignen sich perfekt für die Abwehr feindlicher Infanterieverbände und können im Bereich ihrer Bodenkontrolle überall errichtet werden. Okay. Bau abgeschlossen. Bonusziel erreicht. Das Problem allerdings, Wachtürmen, die brauchen so ewig, um auf ein neues Ziel zu schießen und so. Melden uns zum Dienst. Sammler wird angegriffen. Es dauert echt viel zu lange eigentlich. Vorsicht! Hey du, Kämpfer mit. Überfahr die mal. Los. Okay. Initialisiere Video. Lade bereit machen. Also gut, Commander. Gehen Sie mit Entschlossenheit vor und schalten Sie den Notvorposten an der Brücke aus. Ich werde Verstärkung veranlassen. Na dann, Mama. Empfange Nachricht. Keine starken Notverbände geortet. Schalten Sie diese Notgebäude aus. Wird schon schief gehen. Machen wir. Kein Thema. Raketentrupps sind eingetroffen. In der Kaserne können neue Einheiten ausgebildet werden. Nicht nachlassen! Würde die erstmal. Angesichts der vorrückenden Nordtruppen brauchen wir zusätzliche Raketentrupps. Brauchen wir? Raketen fügen Gebäuden deutlich mehr Schaden zu als normale Infanteriegewehre. Geheimdienstdaten aktualisiert. Bevor Nord irgendwas sagt. Die mit FGM-90 Raketenwerfern bewaffneten Raketentrupps der GDI fügen feindlichen Fahrzeug- und Flugeinheiten beträchtliche Schaden zu. Jeeps, Buggies und andere leichte Fahrzeuge sind für Raketentrupps perfekte Ziele. Im Allgemeinen werden Raketentrupps von größeren Infanterietrupps abgeschirmt. Allerdings können sie auch in Zivilgebäuden oder BMTs stationiert werden. Neues Bonusziel. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Einsatzziel erreicht. Ja, Sir! Sturmangriff! Man kann so nah ranzoomen, da sieht es immer noch gut aus. Weitere Analyse der Region erforderlich. Reparieren Sie die Brücke, dann können unsere Truppen über den Fluss. Allerdings, so mit der Zeit natürlich, man sieht hier. Es ist nicht mehr. Wäre das aktuell alles? Zum einen reparieren Sie Gebäude und Brücken. Zum anderen können Sie feindliche Strukturen und Technologiegebäude einnehmen, um diese für unsere Zwecke zu nutzen. Wählen Sie Ihren Ingenieur dazu aus und rechtsklicken Sie danach auf das gewünschte Gebäude. Neues Bonusziel. Ingenieure sind keine Kampfeinheiten. Sie können sich nicht selbst verteidigen. Ihre Ausbildung erfolgt in Kasernen. In der Kaserne können... Nehmen Sie einzelne Gebäude von Nord ein. Okay. Ausgebildet werden. Ich hab was Geheimdienstdaten aktuell. So, okay, ja, so, wenn man nah ran so sieht man dem Spiel natürlich das Alter an. Wäre das aktuell, würde es etwas anders aussehen, aber es sieht immer noch gut aus. Selbst nach all den Jahren, ne? So. GDI-Ingenieure sind in der Lage, feindliche Gebäude einzunehmen und Strukturen wie Brücken und Basisgebäude zu reparieren. Schleusen Sie einen Ingenieur in ein feindliches Gebäude ein, um dieses einzunehmen. Oder setzen Sie beschädigte Gebäude mit Hilfe von Ingenieuren stand. Reparieren Sie Brücken, indem Sie einen Ingenieur in das entsprechende Brückenhaus schicken. Folgende Grundregeln sollte ein Ingenieur stets betrachten. Agieren Sie im Feindgebiet niemals alleine, da sie Ihr Körperpanzer nur unzureichend vor modernen Waffen schützt. Setzen Sie Ihre Pistole des Typs GD45 nur in äußersten Notfällen ein, da Ihre Geschosse moderne Körperpanzer in der Regel nicht durchschlagen. Also, ne, die benutzen sie gar nicht. Die Ingenieure, das machen sie erst in Kains Rache, aber dann auch nur bei den Steel Talents.
glaube, da haben sie auch eine andere Pistole oder eine andere Waffe. Haben Sie ein feindliches Gebäude infiltriert, deaktivieren Sie umgehend dessen Zentralcomputer und installieren Sie Ihre Steuerungssoftware, um das Gebäude mit dem nächstgelegenen Gefechtsstand zu verbinden. Initialisieren Sie nach dem Betreten eines beschädigten Gebäudes umgehend die automatische Reparaturroutine, widmen Sie sich erst nach deren Aktivierung aufwendigeren Reparaturen. Tragen Sie jederzeit einen Schutzhelm. Alisiert, Brücke repariert. Einheit bereit. Alles klar. Einsatzziel erreicht. Schlachtfeld erreicht. Muss ich trotzdem ein Gebäude einnehmen noch? Kann ich... Bis gleich. Jetzt müsste ich ungefähr den alten Stand haben. Ich habe auch gerade gesehen, Bonusziel erreicht. Noch ein Bonusziel. Ich habe Ihre Codes. Ich habe, was ich brauche. Und wir wollen das jetzt natürlich hier alles einnehmen. Alles bereit. Bevor das wieder zerstört wird. Kein Problem. War echt doof von mir. Und ich sollte auch regelmäßig wirklich speichern, aber ich vergesse das immer. Oh, cool. Ja, gut, ne? Die ganzen Sachen habe ich auch noch. Bonusziel erreicht. Also ich habe alles gelöscht. Oh. Manchmal nicht. Infanterietrupp. Anscheinend nicht. Ausschwärmen. Commander, das muss repariert da rein. Werden. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Eingenommen, alle Bonusziele. Aber ohne was Neues zu bekommen, leider. Brücke repariert. Ja, Sir. Bewegung! Einsatzziel erreicht. Schlachtfeld erweitert. Ausbildung. Melden uns neues Bonusziel. Verkaufen Sie das eingenommen. Okay. Ich habe Ihre Code. Gebäude verkauft. Bonusziel erreicht. Infanterietruppe. Kampftruppe! Kampftruppe! Darüber, Soldaten! Schnell! Melden uns zum Dienst. Kriege ich das hin, wenn ich die. Alles klar! Hier lang, Männer! Warum werden hier 7 angezeigt, obwohl das weniger sind? Ich kann ja die eingraben. Haltet die Waffen bereit. Hoffentlich ohne, dass die da in die Nähe neues kommen. Neues Bonusziel. Sanddecke! Eingraben! Verschanzen! Eingraben! Einheit wird angegriffen. Haltet die Augen offen! Toll. Auf die Beine! Verstanden, initialisiere Video-Uplink. Diese Notfahrzeuge machen Probleme, Commander. Bauen Sie eine Landeplattform und Orcas. Sie sind hervorragend gegen Bodenfahrzeuge und Gebäude einzusetzen. Aber Orcas haben nur begrenzt Munition und kehren zur Landeplattform zurück, wenn sie ausgeht. Aufgepasst. Empfange Nachricht. Orca-Verstärkung trifft in Kürze ein. Sie brauchen eine Landeplattform, um Flugeinheiten zu unterhalten. Wird gebaut. Und achte, erstmal brauche ich Energie. Verfolgt eure Ziele. Da zurück. Gebäude einnehmen. Bereit. Haltet die Waffen bereit. Geh doch hoch. Einheit befördert. Ah, so knapp. Unsere Basis wird angegriffen. So knapp. Ich hab, was ich brauche. Du nimmst dir den Turm dort ein. Bau abgeschlossen. Verstanden, Commander. Mal da rein. Orca-Verstärkung trifft in Kürze ein. Ja, ja. Sie brauchen eine Landeplattform, um Flugeinheiten zu unterhalten. Okay, wir kommen nicht dahin, das ist zu weit weg. Ach, naja. Bau abgeschlossen. Hallo. Neue Bauoptionen. Einsatzziel erreicht. Nur 2 immerhin. Ausbildung. Da sind sie, die Orca. Empfange Nachricht. Ja, Sir, aber... Die Zerstörung des Nordstützpunktes hat oberste Priorität. Wenn du meinst. Zerstören Sie diese Nordgebäude, damit Nord aus diesem Gebiet vertrieben wird. Wenn du meinst. Wird schon schief gehen, ne? Abheben. Jeder Landeplatz kann eine Flugeinheit aufnehmen. Eine Landeplattform besteht aus 4 Landeplätzen. Hat eine Lufteinheit keine Munition mehr, muss sie zur Landeplattform zurückkehren, um nicht abzustürzen. Guck mal, da kriegen sie neue Fahrzeugchen. Oh. Neues Bonusziel. Kanal ist offen. Bauen sie ein Tiberium-Silo, okay. Wird gebaut. Commander? Mach ich. Zielanflug. Bau dir dein Tiberium-Silo. Bau abgeschlossen. Bitte schön. Bonusziel erreicht. Orca einsatzbereit. Das ist zu leicht. Das ist viel zu leicht, hallo? Systeme online. Ja gut, Ziel ne? Kommt schnell näher. Na dann. Wenn es mehr nicht ist. Mehr nicht machen wollen, ja. Okay, 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 nein, nope. Einheit wird angegriffen. Initialisiere Video-Uplink.
Dieser Nord-Stützpunkt ist sehr groß, Commander. Ich gewähre Ihnen Zugriff auf die Steuerung der Ionenkanonen. Setzen Sie sie ein und vernichten Sie den Stützpunkt. Ja, so früh, ne? Ist in Ordnung. Dann gib mir doch. Ionenkanonen-Kontrollknoten aktiv. Ionenkanone ist online. In Position über Ostküste. Feuern, wenn bereit. Die Ionenkanone kann einen Bauhof nicht zerstören. Ein Bauhof hat zu viel Leben dafür, aber, ne? Ich liebe es. Einsatzziel erreicht. Ja, sieht so geil aus. Gute Arbeit, Commander. Mission erfolgreich. GDI-Oberkommando Washington DC, Blaue Zone B2. Commander, Nod hat irgendwas vor und angesichts der Truppenstärke müssen wir uns auf eine Großoffensive einstellen. Ich habe bereits eine Sondersitzung für die D9 einberufen, aber zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Alle Direktoren sind auf der Philadelphia, diesem verdammten Energiegipfel, weiß das toll. Ich muss Sie unterbrechen, General. Aber es ist wichtig, es gab einen Angriff auf das Goddard Space Center in Maryland. Wir müssen gleich Videodaten empfangen. Oh nein. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Nord schaltete unser ganzes nordöstliches Verteidigungssystem aus. Das heißt, die gesamte Raketenabwehr. Die Philadelphia. Der Himmel steht uns bei. Ist das nicht extrem kontrovers? Die fliegen hoch zur Philadelphia für einen Energiegipfel. Ne, ich wollte nur sagen. okay. 10 Minuten, okay. 16, ja, wir haben nur eine Einheit von höchsten Ordnung, ne? Gute KD, ne? Kriegt nicht jeder hin. Alles geschafft, super. Man kann das nicht auf schwer spielen. Es geht nur Silber. Es geht nicht auf schwer. Ich spiele auf schwer, sobald es geht. Sobald ich auf schwer umstellen kann. Akt 1. Und nun zu den Nachrichten aus aller Welt. Derzeit tagt der GDI-Energiegipfel an Bord der Raumstation Philadelphia. Hören Sie nun Cassandra Blair mit einem Bericht über die Ziele des diesjährigen Gipfels. Wenn die Spitzenfunktionäre morgen zusammentreffen, hofft man, die Finanzpolitik reformieren zu können. Wie uns Direktor Kinsberg sagte, ist eines der Hauptthemen des diesjährigen Gipfels die Verlagerung der Ressourcen von der Verteidigung in die Ökologie. Denn der Beseitigung des Tiberiums wird inzwischen mehr Bedeutung beigemessen als der Bekämpfung. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber wir haben Neuigkeiten von der Philadelphia. Offenbar hat es dort vor wenigen Augenblicken einen Unfall gegeben. Es scheint zu einer Katastrophe gekommen zu sein. Wir werden alles tun, um genaueres zu erfahren, aber im Moment wissen wir nicht, was diese Tragödie verursacht haben könnte. Wir schalten wieder zu Cassandra Blair vor dem Administrationsgebäude Nordost. Cassandra? William, ich hoffe, Sie hören mich, aber es ist unglaublich. Überall Rauch, man sieht kaum 10 Meter weit und überall Trümmer. Soweit man sieht... Ah! Hilfe! Weg hier! Unfassbar. Die Zerstörung der Philadelphia war kein Unfall. Sie war der längst überfällige Todesstoß für eine bösartige Ideologie. Sie war das Ende der Angst und die Geburt der Hoffnung. Frohlocket, Kinder von Nord, das Blut eurer Unterdrücker wird fließen und 50 Jahre der Tyrannei werden nun enden. Die Umgestaltung kommt. Ein neuer Tag bricht an. Die Zukunft gehört uns. Unfassbar. Augenblick. Soeben erreichen uns Bilder von unseren nordwestlichen Kollegen. Commander, alles versinkt nun im Chaos.
Nord hat mit Präventivangriffen in allen blauen Zonen begonnen. Die meisten Truppenteile sind umstellt. Unser EZ-Verteidigungssystem ist offline und ich habe überhaupt keine Ahnung, wer bei GDI das Sagen hat. Aber verzichten wir mal auf das Protokoll. Die ganze Nordostküste wurde überrannt und hier in DC scheint es am schlimmsten auszusehen. General, die Evakuierung beginnt. Gehen Sie schon vor, Sandra. Sir, Sie können hier nicht bleiben. Sandra, das ist ein Befehl. Sir. Percy James informiert Sie jetzt über alles Weitere. Es liegt an Ihnen, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Geheimdienstbüro der Thronsicherung, Washington DC, Blaue Zone B2. Nun gut, Commander, so ist die Lage. Nord-Truppen gehen entschlossen vor und nähern sich dem Pentagon. Wie Sie wissen, ist es das bedeutendste Gebäude in der Region. Es ist unser Kommando- und Kontrollzentrum. Der Verlust des Pentagons wäre der Anfang vom Ende. Das darf also nicht passieren. Na dann, auf zum Pentagon.